hoffe, man hört mich jetzt. Ich mache nochmal kurz Cut. So, bin ich wieder da. Ah, ich hoffe, mein Mikro hat gerade meinen SMS-Ton rausgefiltert. Ich guck. Ich muss nochmal pausieren. So, bin ich wieder. Ah ja, genau. Wir wollten den Brief lesen. Ja. An meinen treuesten Schüler und Freund Johan Weyer. Das bemerkenswerte Ereignis trug sich zu, als ich in diesem Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine der Kugeln nach den... Fresse, Handy. Nachdem ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so unerklärlich, wie der Helidromus es im Hortus Conclusus beschrieben hat. Es war so, wie es erzählt wurde. Ein unterirdischer Mithras-Tempel, gekrönt mit dem unterirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hände auszufüllen, und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon, gefangen in einem Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieses rätselhaften Artefakts bestätigen. Es gibt sie wirklich. Ja, okay. Das ist so lang. Brauche ich eigentlich nur vorlesen im Let's Play. Lest es euch durch? Oh Gott, das ist ja echt lang. Aber das ist wirklich interessant. Ich kenne den Brief und den solltet ihr euch wirklich durchlesen, weil der wirklich viel zur Story beiträgt. Na, gehst du wohl zu? War ich hier schon drin? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja, ich nehme zur gleichen jetzt ein bisschen verschoben zum anderen Part auf. Ja. Warum? Weil ich Lust und Laune habe. Ich habe eben nochmal meinen Part hochgeladen, also gerendert hochgeladen und gesehen, wie das ist. Und ja. Dann dachte ich mir, ja, ich habe jetzt gerade mal Bock, Let's Play zu machen. Also weiter noch ein Part. Wieso nicht? Oh, widerlich. Wie lang ist der? Achso, den kenne ich. Der ist nicht unbedingt so wichtig, aber könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Ist hier noch irgendwas? Oh, what? Let's see what you have to offer. Ah, what a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Yeah, Kackerspast, bitte hör auf. Oh Gott, irgendwie war es widerlich. Ach so. Ja, kann ich vorlesen. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschungen. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu erfassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher keine Forschungen dahingegen angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücken schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. Okay, der ist irgendwie geistig nicht ganz beisammen. Dum 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 dum, Zunderbüchsen, retten die Welt, Stühle, ich kann euch nicht verschieben, deshalb hasse ich euch. Das sind anscheinend Totenköpfe. Glasklar. Genau wie dieser Totenschädel. Aha. Ja, super. Was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts. Weg. Oh, scheiß Stuhl, ey. Stühle blockieren immer die Welt, also wirklich. Oh, den nehme ich mit. Oh, geht nicht. Düb, düb.
Was? Da war was am Fenster. What the? Hab ich mich erschreckt. Ich hab ein paar Mal draufgeklickt und auf einmal... Oh, shit. Okay, das war jetzt ein bisschen... Ah, mein... Lass mich. Ich will die aufnehmen. Gib mir. Ja. So. Ich denke mal, ich muss darüber hüpfen. Was passiert? Soll ich sagen? Ich speichere mal und ich probiere das jetzt mal. Ja, ich wag das jetzt mal einfach. Bis gleich. Oh, ho, 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 ho. Ich habe vergessen, die Aufnahme wieder anzumachen. Ich bin runtergesprungen und dachte eigentlich, dass eine gescriptete Horrorszene kommt, aber ist nichts gekommen. Was hat sich da bewegt? Ich gehe lieber wieder ins Gebäude. Wenn ich es mir so recht überlege, finde ich Wälder doch nicht so toll. Ach ja, genau, was ich auch noch machen wollte. Ich habe bei meinem Video gesehen, auch wenn es schön ist, so dunkel. So, das sollte eigentlich besser sein. Ja, der Gamma-Wert war ziemlich down. Dann bin ich an der Reihe. Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Was das genau für... Oh, was... Was das genau für Dinger sind, weiß ich nicht genau. Und... mir ist gerade einfach mal der PC mittendrin abgeschmiert. Das war natürlich wunderschön. Was ist das? Strunk. Ach so, genau. Ah! Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, baue mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor die Maschine hinterstelle. Hier wir sollen, dass du hier eine Menge Druck an der Kammer hält. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage, 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Erst dann richtig, wenn alle Stäbe eingestorben sind. Alle? Wie viele gibt's denn? Ach ja, genau. Ja, kenne ich ja auch schon. Kiste auf, zum raus, Kiste wieder zu. Lampe vor allen Dingen aus. Ich muss ja energiesparend sein. Nö, ist hier noch was? Nö. Dann gehen wir mal zurück. Und hoffen, dass das jetzt nicht unbedingt das Grauen ins Gesicht springt. Okay, ich will weg. Ich will weg. Nein, da versuche ich jetzt nicht rüber zu springen. Ich will wieder rein. Auch wenn das hier gruselig ist, ich will... Bild. Schick. Hintere Halle. Er stieg aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Es war völlig dunkel. Er wartete, blickte auf die alte Uhr und wartete noch etwas länger. 4 Uhr, dachte er. Das ist genug. Genug für was? Auch wieder die schöne Musik. So entspannend. Gut, dann gehen wir mal ins Gästezimmer. Ist das wieder ein Traum, dachte er und schrie aus vollem Hals. Achso. Ist das ein Traum, dachte er und er schrie aus vollem Hals. What the fuck war das? My journal is gone. What would they want with my journal? Tja, das schien doch der Daniel zu sein, oder? Eine Erinnerung von dem lieben Daniel. Soweit ich das jetzt stimmenmäßig entziffern konnte. Ach, wieder diese Würmer. Ist doch auch geistig behindert. Was ist das? Ach, eine Brechstange. Brief. 2nd of July, Tagebuch. 1839.
I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Mhm. Scheint also hier ein Expeditionsteam verunglückt. Gut. Ah. Mhm. Komm, Daniel. Stark. Nice gemacht. The key. Please, let it be here. Okay. Oh nein, ich weiß, was hier kommt. Oh nein. Aber das werdet ihr jetzt, ich glaube, eh erst im nächsten Part sehen, weil wenn ich den Zettel lese. Ja. Das schaffe ich nicht mehr von der Zeit her. Oh, Scheiße! Scheiße! Oh, der, bitte! Genau jetzt! Genau jetzt! Fuck! Fuck! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe. Oh, Scheiße. Part beendet. Nächstes Mal geht's hier weiter.